Herzlich willkommen zu weiteren Einführungen, Einführungsvortrag im Rahmen des Kongresses Kein Einzelfall, rechtsradikale Realitäten in Deutschland. Der Kongress ist organisiert und durchgeführt von Kampnagel in Hamburg, der Heinrich-Böll-Stiftung ebenfalls in Hamburg und dem Metropolis-Kino. Ein vielfältiges Programm findet sich sowohl vor Ort wie auch digital, also einige Filmvorstellungen, einem Filmprogramm vom Metropolis-Kino. Eine Ausstellung im Kampnagel und ganz, ganz wichtig, die live digital stattfindende Tagung, also der Kongress am 16. und 17. April unter dem Titel Antifaschismus 2021, komplexe Erinnerung, komplexe Strategien. Da wird sich dann auch sehr viele verschiedene vertiefende Auseinandersetzungen im Rahmen von Vorträgen und Workshops finden im Laufe der beiden Tage. Und im Vorfeld haben wir jetzt auch einzelne kleine Einführungsvorträge, die gedacht sind, vor allem jetzt der Vortrag und der Talk heute im Rahmen des Blogs Interventionen in der Erinnerungskultur, Reorganisation des Gedenkens. Genau, ich freue mich sehr, heute Dr. Katharina Rein begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Katha. Du hast heute einen Vortrag vorbereitet im Rahmen des Kongresses zu dem Themenfeld gesellschaftlicher Umgang mit rechter Gewalt nach 1945 mit dem Blick, den Fokus auf BRD. Ich würde sehr gerne ein paar Worte noch zu dir sagen und dich ein bisschen vorstellen. Du hast sehr viele Auseinandersetzungen und Arbeiten, sowohl wissenschaftliche, berufliche und aktivistische, die ich gerne noch mal auch noch hier benennen würde. Genau, zum einen wird da drin so eine Diskursperspektive, finde ich, sehr, sehr deutlich, die du mitbringst. Und ich ordne sie auch als sehr auch intersektional und breit aufgefächert ein. Das ist eine beeindruckende Liste. Ich wusste gar nicht, wo ich dann anfangen sollte, dich dann da drin vorzustellen. Ich nehme jetzt mal die Zeit dafür und berichte mal ein paar Eckpunkte zu dir. Genau, du bist Erziehungswissenschaftlerin. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Grundlage deiner Arbeiten. Und Soziologen natürlich auch. Und hast promoviert zum Thema Erziehung nach Auschwitz in der Migrationsgesellschaft. Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus als Herausforderung für die Pädagogik. Genau, beruflich bist du in verschiedenen Kontexten aktuell. Zum einen seit April 2018 als Co-Leiterin in der Forschungsstelle NS-Pädagogik in Frankfurt an der Goethe-Universität. Und jetzt etwas neuer, seit September 2020, bist du wissenschaftliche Mitarbeiterin für den Hessischen Landesverband Deutsche Sinti und Roma tätig. Und sicherlich kennen dich auch einige aus deinen Arbeiten in der Bildungsstätte Anne Frank. Da warst du auch bis Ende 2018 tätig als Bildungsreferentin. Ja, und wie schon gesagt, deine Schwerpunkte sind breit aufgefächert und intersektional. Du arbeitest zu Themen NS-Geschichte und Pädagogik in der NS-Zeit und Erinnerungspolitik, Erziehung nach Auschwitz, Antisemitismus und rassismuskritische Pädagogik, aber auch Pädagogik, die sich kritisch auseinandersetzt mit Rassismus gegenüber Romnias und Sintessas. Gar nicht so unwichtig in dem Rahmen ist auch, dass du eine Perspektive und Auseinandersetzung und Analysen auch hast zu Extremismusansätzen. Also das war eine kritische Perspektive auch da drauf. Es gibt einen Band, der im Mai kommen wird, auf den ich mich schon freue. Es ist ein Sammelband von tatsächlich verschiedensten Auseinandersetzungen und jetzt in den letzten Jahren gar nicht mehr so selten, dass sowohl wissenschaftliche Perspektiven wie auch Perspektiven aus der Praxis dann auch zusammenkommen. Also Diskurse dann auch noch mal ein bisschen oder Stimmen in den Diskursen breiter dann auch abgebildet werden. Und so ein Sammelband wird auch von dir unter anderem mit rausgebracht zu dem Titel, ich zitiere, Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus in der postnationalsozialistischen Gesellschaft, erziehungswissenschaftliche und pädagogische Auseinandersetzungen. Also der Fokus auf den pädagogischen Kontext ist bei dir immer sozusagen der rote Faden. Ein roter Faden ist aber auch eine Revision
der historischen Erfahrungen, historischen Kontexte und ihre Bedeutung für heute. Also auch dieses Sammelband beschäftigt sich beispielsweise mit den Herausforderungen in der Pädagogik, in der Jugendbildung vor allem dann auch zur Auseinandersetzung mit historischen Ereignissen und ihren Kontinuitäten heute. Genau. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass du auch aktivistisch unterwegs bist. Da werde ich mal zwei, drei Sachen sagen, die ich schön finde, also vor allem dann auch nochmal den Film. Vielleicht erweckt das auch noch weitere Interessen. Genau, du bist politisch aktiv gewesen in geschichtspolitischen Initiativen und beispielsweise bezogen auf das Polizeigefängnis Klapperfeld in Frankfurt und hast in einem Kollektiv einen Film produziert oder verschiedene Filme tatsächlich produziert. Und eins davon ist Erhobenen Hauptes Leben, Überleben im Kibbutz Ma'abarot, habe ich das richtig? Ja. Ma'abarot. Ma'abarot, genau. Diesen Film gibt es dann auch noch dazu. Ja, Katha, okay. Heute geht es ja nochmal um eine ganz spezifische Perspektive deines Vortrags, gesellschaftlicher Umgang mit rechter Gewalt nach 1945 in der BRD. Ich gebe dir sehr gerne das Wort. Danke für die ausführliche Vorstellung. Ich werde jetzt tatsächlich, damit wir im Zeitrahmen bleiben, den Vortrag mal vorlesen. Ich hoffe, dass man kann mir einigermaßen gut folgen dabei. Ja, genau. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, wenn ich auch ein paar Gedanken hier zu diesen ganzen spannenden Rednerinnen, die bei der Tagung dabei sein werden, beitragen kann. Und ich möchte zunächst festhalten, weshalb eine Erinnerung an die Opfer rechter Gewalt so wichtig ist. Ich würde sagen, es handelt sich um eine Frage von Gerechtigkeit, beziehungsweise umgekehrt, das Vergessen der Opfer und der Ereignisse bedeutet letztlich den endgültigen Sieg von Unrecht. Erinnerung im Sinne einer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit dem Geschehenen kann das Unrecht nicht ungeschehen machen, aber zumindest eine Gegenposition sichtbar machen, die zeigt, dass das, was geschehen ist, nie hätte geschehen sollen. Erinnerung kann dabei ein Akt der Selbstermächtigung derjenigen sein, die mit dem Akt der Gewalt zu Objekten degradiert wurden. Und sie enthält die Hoffnung, dass sich derartige Verbrechen nicht wiederholen. Wenn wir in Deutschland über rechte Gewalt und Erinnerung sprechen, tun wir das in einem bestimmten historischen Kontext, in der postnationalsozialistischen Gesellschaft. Postnationalsozialistisch meint dabei dann nicht einfach ein Danach, sondern dass dieses Danach bis in die Gegenwart beeinflusst ist von dem, was war. Das zeigt sich auch sehr deutlich am Umgang mit rechter Gewalt, die es in der Bundesrepublik immer gab. Ich spreche im Weiteren vor allem über die Bundesrepublik, das wurde gerade auch schon gesagt, und weniger über die DDR, weil das bundesrepublikanische Modell des Umgangs mit den Verbrechen und der Erinnerung letztlich das Dominierende ist. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch anmerken, dass wir es natürlich auch mit einer postkolonialen Gesellschaft zu tun haben. Und das gilt es auch zu berücksichtigen. Meine folgenden Überlegungen gehen jetzt aber trotzdem, beziehen sich stärker auf den postnationalsozialistischen Kontext, weil ich glaube, dass der zentraler für die Art und Weise ist, wie in Deutschland mit rechter Gewalt umgegangen wird. Das soll nicht heißen, dass da nicht sozusagen die koloniale Vorgeschichte auch mit ihren Wirkungen drinsteckt und ist auch mitzudenken, aber das ist vielleicht auch was, wo wir in der Diskussion oder so später auch nochmal drauf kommen können. Ja, der NS war ein Kulminationspunkt rechter Ideologien und Praktiken, die bis zum systematischen, industriell durchgeführten Völkermord an der jüdischen Bevölkerung sowie an Sinti und Sintize bzw. Roma und Romni erreichten. Die vom NS-Staat begangenen Verbrechen waren in weiten Teilen spätestens mit Kriegsende auch weltweit bekannt. Es führte also kein Weg daran vorbei, einen Umgang mit dem Geschehenen zu finden. Ein wesentlicher Aspekt, der den deutschen Umgang mit der Verbrechensgeschichte und den Nachwirkungen prägt, ist dabei auch der internationale Druck der Alliierten, der bewirkte, dass sich die Deutschen als demokratiefähig beweisen mussten. Und ich glaube, ohne diesen Druck hätte die NS-Ideologie sicherlich wesentlich ungebrochener fortbestehen können. Aber so durfte es rechte Gewalt folglich nicht geben und offiziell gab es auch keinen Antisemitismus oder Rassismus mehr.
Was nicht heißt, dass das nicht der Fall war, aber es gab gerade, was den Antisemitismus betraf, eine öffentliche und eine private Seite, die sich bisweilen fundamental unterschieden. In meiner Forschung bin ich unter anderem der Frage nachgegangen, wie sich ein aktuell hegemoniales nationales Selbstbild als Erinnerungsweltmeister oder eben als Nation, die sich besonders gut angeblich mit den Verbrechen auseinandergesetzt hat, entwickeln konnte, sodass man in der BRD trotz der Tatsache, Nachfolgestaat des NS-Staates zu sein, nun nationales Selbstbewusstsein daraus zieht, sich angeblich besonders gut mit der NS-Vergangenheit befasst zu haben. Und dabei hat mich eben auch interessiert, welche Brüche und welche Kontinuitäten bezogen auf Antisemitismus, Rassismus und Antiziganismus feststellbar sind. Denn es ist klar, dass die NS-Ideologie trotz aller lange vorherrschenden Behauptungen einer Stunde Null nicht aus den Köpfen verschwunden war. Was den Antisemitismus betrifft, fanden sich andere Wege der Artikulation. Zunächst wurden öffentliche Äußerungen vermieden und ins Private verlagert. Und mehr entwickelten sich sogenannte sekundäre Formen des Antisemitismus, in denen die Judenfeindschaft nur noch vermittelt zum Ausdruck kommt. Was den Rassismus betrifft, wurde dieser in erster Linie als Teil des Rechtsextremismus begriffen und untersucht, wodurch die Dominanzgesellschaft aus dem Blick geriet und begrifflich wurde die Nähe zum NS auch vermieden. Man sprach nicht von Rassismus, sondern lieber von Fremden- oder Ausländerfeindlichkeit, dass damit erneut negiert wurde, dass auch Deutsche von Rassismus betroffen waren und sind, spielte dabei keine Rolle. Dass es auch heute oft schwierig ist, auf Antisemitismus und Rassismus im Alltag aufmerksam zu machen, hängt auch mit diesem über Jahrzehnte tradierten Abwehrreflex zusammen, selbst nichts mit Antisemitismus und Rassismus zu tun zu haben, um bloß jede Nähe zum NS negieren zu können. Was den Antiziganismus oder Gatterrassismus oder wie man immer auch den Rassismus gegenüber Angehörigen der Minderheit, der Sinti und Sinti und Romnia bezeichnen mag, betrifft, da haben wir es nochmal mit einem ganz anderen Problem zu tun, denn der war und ist letztlich auch immer noch derart beständig und konnte lange weitgehend wirklich ziemlich ungebrochen fortgeführt werden. Die rassistische Verfolgung während des NS wurde lange nicht anerkannt und die nationalsozialistische Verfolgung sogar vom Bundesgerichtshof 1956 zum Beispiel als sicherheitspolizeiliche Maßnahme angesichts der angeblichen kriminellen Eigenschaften noch legitimiert. Und der Völkermord wurde erst, und das nachdem sich dann eine Bürgerrechtsbewegung gegründet und ihre Rechte erkämpft hatte, 1982 offiziell als solche anerkannt. Aber das ist auch noch, wäre auch noch mal ein Thema für sich. Generell lässt sich festhalten, auch wenn die Erinnerung an die NS-Verbrechen und insbesondere an die Shoah heute eine vergleichsweise große Selbstverständlichkeit zu haben scheint, muss man sich klar machen, dass das alles andere als selbstverständlich ist und ohne die unermüdlichen Kämpfe um Anerkennung von Überlebenden und ihren Angehörigen und Verbündeten so nicht stattgefunden hätte. Und wenn wir uns die Wahlerfolge der AfD anschauen und deren populistisch vorgetragene geschichtsrevisionistische Positionen, zeigt sich deutlich, wie fragil dieser erinnerungskulturelle Konsens letztlich auch immer noch ist. Die beständigen Versuche, sich als demokratisch und weitestmöglich distanziert vom NS zu beweisen, führten auch dazu, dass rechte Gewalt nicht existieren durfte. Rechte Gewalt, und das zieht sich bis heute durch, wurde, wenn möglich, nicht als solche wahrgenommen oder als Sache von Einzeltätern dargestellt. Und wenn es sich angesichts der Ausmaße und der öffentlichen, auch internationalen Aufmerksamkeit nicht vermeiden ließ, das doch zuzugeben, dass es ein Problem mit Antisemitismus oder Rassismus in Deutschland gibt, konnte man dann immer noch versuchen, möglichst klar von der Mehrheits- oder besser Dominanzgesellschaft abgrenzbare Problem- oder Tätergruppen auszumachen. In meiner Promotion zeige ich das anhand von einigen Beispielen, zum Beispiel anhand der sogenannten antisemitischen Schmierwelle. Damit wird eine Häufung von antisemitischen Straftaten bezeichnet, die von Hakenkreuzschmierereien, Überschändungen jüdischer Friedhöfe und Denkmäler bis hin zu tätlichen Übergriffen reichten. Und das fand zu einem relativ frühen Zeitpunkt der BRD 1959-60 statt. Am politischen Umgang damit lässt sich meines Erachtens zeigen,
wie sich die deutsche Mehrheitsgesellschaft und die Politik vom Vorwurf des Antisemitismus distanzierten, indem dieser zu einem Problem von Jugendlichen, die den NS selbst nicht mehr miterlebt hatten, erklärt wurde. Die Vorkommnisse erregten damals internationales Aufsehen und Protest. Angesichts des wachsenden öffentlichen Drucks bedurfte es Schuldiger, zumal insbesondere von vielen jüdischen Organisationen, aber auch von etlichen deutschen Medien auf die vielfältigen personellen Kontinuitäten in der Bundesrepublik aufmerksam gemacht wurde und die auch als Teil des Problems benannt wurden. Den Antisemitismus betrachteten sie als gesellschaftliches Problem, weshalb zum einen die Regierungsapparate, also Politik, Verwaltung und Justiz von alten Nazis gereinigt werden müssten und zum anderen sollten für einen langfristigen Erfolg erzieherische Maßnahmen ergriffen werden. Eine Thematisierung der personellen Kontinuitäten in der Regierung sollte aus deren Perspektive natürlich vermieden werden. Die Bundesregierung unter Adenauer hatte von Beginn an versucht, die Vorfälle als so Pflegeleien von Jugendlichen herunterzuspielen, was gerade deshalb erfolgversprechend erschien, weil unter den Tätern und Täterinnen tatsächlich überdurchschnittlich viele Jugendliche waren. Und Bundeskanzler Adenauer hielt damals im Januar 1960 eine Rundfunkrede, in der hieß es dann, jetzt Zitat, wenn ihr irgendwo Lümmel erwischt, vollzieht die Strafe auf der Stelle und gebt ihm eine Tracht Prügel. Das ist die Strafe, die er verdient. Neben diesem natürlich auch pädagogisch sehr fragwürdigen Umgang mit Jugendlichen wird hier der Eindruck erweckt, das, was Jugendliche tun, stünde in keinem Zusammenhang zum Rest der Gesellschaft, beziehungsweise alte Nazis und Mitläufer sollten hier den Antisemitismus der Jugendlichen wegprügeln. Wortwörtlich heißt es dann in der Rede weiter, unseren Gegnern im Ausland und den Zweiflern im Ausland sage ich, die Einmütigkeit des gesamten deutschen Volkes in der Verurteilung des Antisemitismus und des Nationalsozialismus hat sich in der denkbar geschlossensten und stärksten Weise gezeigt. Das deutsche Volk hat gezeigt, dass diese Gedanken und Tendenzen in ihm keinen Boden haben. Zitat Ende. Das ist ja nun doch wirklich eine sehr beschönigende Rede über die deutsche Gesellschaft der 1950er Jahre, wenn er hier von der Einmütigkeit des gesamten deutschen Volkes in der Verurteilung des Antisemitismus und des Nationalsozialismus spricht. Und wenn man sich die Rede weiter anguckt, sieht man auch noch ganz deutlich, dass da das Verlangen daraus spricht, das Ansehen der Deutschen bzw. der BRD im Ausland zu retten. Und es wird auch noch so ein entschuldender Diskurs bedient, demzufolge die unterdrückten Deutschen ja nur zur Beteiligung am NS gezwungen wurden. Da heißt es dann, dass die meisten Deutschen, Zitat, wieder nur unter dem harten Zwang der Diktatur gedient hätten. Und weil ich die Rede so anschaulich finde, zitiere ich jetzt noch ein Stück, aber dann höre ich auch bald auf. Er sagt weiter, keineswegs war jeder Deutsche ein Nationalsozialist. Ich glaube, das sollte man allmählich doch auch draußen erkannt haben. Also wir sind 15 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. So langsam sollten die Leute doch mal verstanden haben, dass es in Deutschland eigentlich keine Nazis gibt. Und in dem deutschen Volke hat der Nationalsozialismus, hat die Diktatur keine Wurzel. Ich frage mich dann immer, wo sonst? Und die wenigen Unverbesserlichen, die noch vorhanden sind, werden nichts ausrichten. Dafür stehe ich ein. Und hier sind sie, die wenigen Unverbesserlichen, die Einzeltäter, die Einzelnen, die hier angeblich dem als ein wenige noch anhängen würden. Und auf der anderen Seite dann eben die Jugendlichen, denen die Verantwortung für den Antisemitismus zugewiesen wird. Damit einhergehend erfolgt dann eben die Freisprechung der Mehrheitsgesellschaft und damit derjenigen, die tatsächlich in die NS-Gesellschaft involviert waren. Eine Kritik der ja auch zuhauf in den Staatsapparaten befindlichen alten Nazis konnte ausbleiben, während politischer Handlungswille unter Beweis gestellt wurde, indem man politische Bildung für Jugendliche forderte. Echte Gewalt ging also gewissermaßen nur von vielen Einzeltätern aus, der Rest der Gesellschaft hatte damit nichts zu tun. Und ich finde das so interessant, weil hier zu einem sehr frühen Zeitpunkt der BRD bereits die deutsche Nation als positives Gegenbild zu, in diesem Falle, antisemitischen Jugendlichen entworfen wird und das eben keine 15 Jahre nach der Befreiung, die in den Augen der deutschen Dominanzgesellschaft
nach wie vor und das auch noch für eine Jahrzehnte als Niederlage wahrgenommen wurde und keineswegs als Befreiung. Die gesellschaftlichen Zusammenhänge und eine Mitschuld der Gesellschaft wurden so negiert und die Probleme gewissermaßen externalisiert. Ich würde jetzt sagen, dass sich dieses Muster auch am Beispiel der massiven rassistischen Gewalt Anfang der 1990er Jahre erkennen lässt. Die bekanntesten Beispiele, es sind natürlich weit mehr, aber sind in Ostdeutschland die Pogrome in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, unter denen in Westdeutschland waren besonders schockierend oder haben auch besonders Aufmerksamkeit dann die Brandanschläge in Mölln und Solingen bekommen, die insgesamt 8 Tote und zahlreiche Verletzte forderten und auch international großes Entsetzen auslösten. Das alles erfolgte in einem gesellschaftlichen Klima, in dem nicht zuletzt die bürgerlichen Parteien in aufgeladenen migrationspolitischen Debatten schon seit den 1980ern eine rassistische und ausländerfeindliche Rhetorik etabliert hatten. Anfang der 90er setzte dann schon vor den Anschlägen die Debatte um das Grundrecht auf Asyl ein, die breit und erhitzt geführt wurde, wobei zahlreichen rassistischen Ressentiments Raum gegeben wurde und das auch nicht nur in den Parteien, sondern auch in den Medien. Dass eine solche politische Stimmung nicht ohne Auswirkungen auf die Bevölkerungsmeinung bleibt, spiegelt sich etwa in Umfragen wieder wie in der von, es gibt eine vom September 1991 von Emnet, in der 21% der Ostdeutschen und 38% der Westdeutschen angeben, Verständnis für jene rechtsradikalen Tendenzen zu haben, die das vermeintliche Ausländerproblem überall aufkommen lassen. Wir wissen, dass zwei Wochen nach dem Anschlag in Mölln folgte, eine massive Verschärfung des Asylrechts. Die Botschaft an die gewaltbereite Nazi-Szene lautete: Wir nehmen euch ernst, wir gehen auf eure politischen Forderungen ein. Die Opfer, etwa der Anschläge in Rostock und Hoyerswerda, wurden alle aus ihren bisherigen Unterkünften ausquartiert und enthielten keinerlei Entschädigung. Was die Täter betrifft, kam es nur vereinzelt zu Verurteilungen. Die rassistische Gewalt brachte so einerseits quasi, konnten damit politische Ziele, die durchaus auch in den bürgerlichen Parteien vertreten wurden, durchgesetzt werden. Es gab aber natürlich auch ein Problem, nämlich ein außenpolitisches, die internationale Aufmerksamkeit. Der Eindruck beim Rassismus in Deutschland, handele es sich um ein gesamtgesellschaftliches Problem, musste vermieden werden. Schließlich gelang es, Dominanzgesellschaft und Politik weitgehend vom Vorwurf des Rassismus zu befreien, während der Rechtsextremismus als Problem von ostdeutschen Jugendlichen isoliert wurde. Als gesellschaftliche Ursache, also es gab auch, das wurde schon der Blick auf gesellschaftliche Ursachen auch gelegt, wie Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Verunsicherung, die ideologische und funktionale Verschränkung mit bürgerlichem Rassismus und staatlicher Ausländer- und Asylpolitik konnte dadurch aber ausgeblendet werden. Und als weitere Ursache konnten auch die Nachwirkungen des Sozialismus betrachtet werden. Schließlich galt man in Westdeutschland als geläutert und fern aller Verbindungen nach rechts. Da wiederum Jugendliche zu Hauptträgern des Problems erklärt wurden, lag es nahe, erneut mit pädagogischen Maßnahmen zu reagieren, wobei neben der politischen Bildung nun vor allem Jugendarbeit und Sozialpädagogik eine größere Bedeutung beigemessen wurde. Zu dieser Zeit wurde eine akzeptierende Jugendsozialarbeit etabliert, die noch stark in die Kritik geriet, weil sie die rechte Szene und ihre Strukturen eher unterstützte, als sie zu bekämpfen. So erfuhr die Nazi-Szene nicht nur durch die Verschärfung der Asylgesetze Bestätigung, sondern durch das von der damaligen Bundesjugendministerin Angela Merkel angestoßene Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt. Mit dessen Hilfe entstanden vielerorts von Sozialarbeiterinnen im Sinne der akzeptierenden Jugendsozialarbeit betreute Räume, die allzu oft zu Treffpunkten der Nazi-Szene wurden, während alternative Jugendzentren verdrängt wurden. Eine Vorgehensweise, die schon damals polemisch als Glatzenpflege auf Staatskosten kritisiert wurde. Und heute wissen wir, dass das Umfeld war, in dem sich der NSU entwickelte. Wir haben es zwar nicht direkt mit der These vom Einzeltäter zu tun, aber es wird wieder eine abgrenzbare Gruppe geschaffen, die die westdeutsche Dominanzgesellschaft vom Vorwurf der Nähe zum NS befreite ausgemacht.
dass die Gewalt sich auch in Westdeutschland ereignete, dass die Bevölkerung applaudierte und dass westdeutsche Nazikader am Aufbau der Strukturen in Ostdeutschland beteiligt waren, wollte niemand sehen. Das waren jetzt Beispiele für Ereignisse, die öffentliche Aufmerksamkeit erhielten. Anders war es bei vielen anderen rechten Gewalttaten. Die Amadeo-Antonio-Stiftung zählt allein im Januar diesen Jahres mindestens 213 Opfer rechter Gewalt, allein seit 1990. Wir wissen vom unsäglichen Verhalten der Ermittlungsbehörden nach den Morden des NSU oder auch dem antisemitischen Doppelmord an dem Rabbiner Shlomo Levin und seiner Partnerin Frieda Pöschke 1980 in Erlangen. In all diesen Fällen richteten sich die Ermittlungen gegen Menschen aus dem Umfeld der Ermordeten. Der Blick nach rechts wurde lange vermieden und in all diesen Fällen gibt es Ungereimtheiten und eine Verweigerung zur Aktenfreigabe durch den Verfassungsschutz, eine Einrichtung, an deren Aufbau zahlreiche alte Nazis mitwirkten. Wir wissen von den vielen angeblichen Einzeltätern, zum Beispiel in München, Halle, Kassel und Hanau, den Versuchen, rechte Gewalt als Problem von Einzelnen darzustellen, um der Frage der gesellschaftlichen Mitverantwortung, der Fehler der Behörden etc. ausweichen zu können. Rechte Gewalt findet aber immer in einem gesellschaftlichen Klima statt, das die Täter ermutigt, ihrem Hass Ausdruck zu verleihen. Abwehrreflexe verhindern eine ernsthafte Auseinandersetzung, die auch nicht davor zurückschrecken dürfte, politische Konsequenzen zu ziehen. Um rechte Gewalt und ihre gesellschaftlichen, strukturellen Bedingungen nachhaltig kritisieren zu können, muss die Dominanzgesellschaft bereit sein, sich mit ihren eigenen Voraussetzungen kritisch auseinanderzusetzen. In vielerlei Hinsicht, oder ja, die Dominanzgesellschaft im Besonderen, aber auch die gesamte Gesellschaft muss sich natürlich mit ihren eigenen Voraussetzungen auch auseinanderzusetzen. In vielerlei Hinsicht ist das, bezogen auf die NS-Verbrechen, heute auch der Fall. Aber es kommen Fragen auf, wenn sich eine nationale Erinnerungsgemeinschaft herausbildet und als nationale Erinnerungsgemeinschaft begreift, auf ihre angeblichen Erfolge beruft und gleichzeitig rechte Gewalt fortbesteht. Hier gilt es aus meiner Sicht, den Finger in die Wunde zu legen. Mit Blick auf die NS-Geschichte ist in vielen Fällen einiges inzwischen besser und das nicht nur in ideeller Hinsicht, wie zum Beispiel bei den Gerichtsverfahren gegen NS-Täterinnen in den letzten Jahren, bei denen Personen verurteilt werden konnten, die sie zuvor gar nicht als Täter gegolten hätten. Oder bei den Entschädigungszahlen, zum Beispiel für Zwangsarbeiterinnen, die nach Jahrzehnten endlich durchgesetzt werden konnten. Allerdings darf man nicht vergessen, dass das erst viel zu spät geschehen ist. Zu einem Zeitpunkt, zu dem viele der zu bestrafenden Täter und Täterinnen und viele der zu entschädigenden Opfer nicht mehr lebten. Das gilt es mitzubedenken. Kritische Erinnerungspraktiken müssen mit dem Fokus auf der Frage nach Gerechtigkeit immer darauf schauen, welche Kämpfe hier geführt werden mussten, welche Erfolge es gibt, aber auch welche verlorenen Kämpfe mitzudenken sind. Auch eine offizielle staatliche Anerkennung der Verbrechensgeschichte ist erstmal ein Erfolg, der von Opfern der Gewalt, der auf die Kämpfe, die die Opfer der Gewalt führen mussten, zurückzuführen ist. Erinnerung darf aber nicht erstarren und zu bloßen Ritualen verkommen. Auseinandersetzungen müssen weitergeführt werden. Und auch wenn sich positive Entwicklungen erkennen und Erfolge verzeichnen lassen, zeigen die politischen Angriffe von rechts, dass diese Prozesse nicht abgeschlossen sind und, man muss sich hier nichts vormachen, auch nie abgeschlossen sein werden. Das zeigt, dass Geschichte Deutungskämpfen unterliegt und diese gilt es sichtbar zu machen. Wenn ich hier jetzt vor allem auf die Dominanzgesellschaft eingegangen bin, dann habe ich das gemacht, um die lange hegemonialen gesellschaftlichen Strukturen und Diskurse aufzuzeigen, mit denen man es in Deutschland zu tun hat, wenn es um Fragen rechter Gewalt geht. Aufgabe kritischer Erinnerung ist es aus meiner Sicht, sich dann davon ausgehend auf die Suche nach den Kämpfen und konkreten Erinnerungspraktiken zu machen, sich zu vergegenwärtigen, welche Widerstände es gegen ein Vergessen auf der einen Seite, aber auch gegen ein vereinnahmendes Erinnern, wenn sich auf die Seite der Opfer stellen, ohne daraus Konsequenzen zu ziehen gibt. Mit Blick auf die Auseinandersetzung nach den rechten Anschlägen der letzten Jahre sehen wir, was kritisches Erinnern bewirken kann. Denn die Glaubwürdigkeit der These vom Einzeltäter gerät zunehmend ins Wanken, und zwar dank der Initiativen, die beständig Aufklärung fordern, die Praktiken der Erinnerung an die Opfer etabliert haben, daran festhalten und sie weiterentwickeln.
weil solidarische Praktiken entwickelt werden, die es nicht zulassen, dass Opfer rechter Gewalt alleingelassen werden. Wenn wir rechte Gewalt bekämpfen wollen, müssen wir es aus meiner Sicht schaffen, die verschiedenen Kämpfe zusammenzudenken. Denn die Nazis richten sich auch gegen alle Seiten. Die Leugnung oder Verherrlichung der NS-Verbrechen geht einher mit Rassismus gegen Muslime, gegen Schwarze, gegen Sinti und Romnia, gegen POC, gegen Juden und Jüdinnen, gegen LGBTIQ, gegen politische Gegnerinnen. Kritische Erinnerung heißt meines Erachtens auch, sich auf die Suche nach Anknüpfungspunkten der Kämpfe, nach Allianzen und solidarischen Beziehungen zu machen. Die Opfer dürfen dabei nicht instrumentalisiert werden, nicht zu Objekten der Erinnerung gemacht werden, sondern der Anspruch muss es sein, sie in ihren individuellen, historisch konkreten Beziehungen zu erinnern. Opferkonkurrenzen, die mit einer Missachtung der bisherigen Kämpfe einhergehen, sind dabei ebenso wenig zielführend wie instrumentalisierende historische Vergleiche oder vereinnahmende Formen der Erinnerung, die die Opfer in ihrem konkreten Leid nicht ernst nehmen oder hinter Selbstvergewisserungsbemühungen verschwinden lassen. Und damit komme ich nochmal an den Ausgangspunkt zurück. Wenn man sagt, dass es bei der Erinnerung an Opfer rechter Gewalt wichtig ist, die Frage von Gerechtigkeit im Blick zu behalten, Gegenpositionen gegenüber dem Geschehenen sichtbar zu machen, dann müssen wir die bisherigen Kämpfe um Aufarbeitung, Auseinandersetzung und Erinnerung würdigen, nach Verbindungslinien suchen, ohne die konkreten Ereignisse aus dem Blick zu verlieren, um die Opfer nicht erneut zu Objekten zu machen, sondern in ihren historisch konkreten Subjektivitäten ernst zu nehmen. Das ist komplex und bleibt sicherlich auch eine andauernde Suchbewegung in sich verändernden erinnerungspolitischen Konstellationen, aber es ist, denke ich, Teil der Auseinandersetzung mit rechter Gewalt in all ihren Ausprägungen, anerkennen zu müssen, dass dieser Kampf bis auf Weiteres wohl auch ein kontinuierlicher bleibt. Und damit bin ich erstmal am Ende. Danke, Christina. Danke, Katja. Für einen ja sehr ausführlichen Kurzvortrag jetzt nochmal dazu, wo du verschiedene Aspekte von diesem Widerspruch des moralischen Konsens, wie haben es nun überwunden, die Geschichte, vor allem die NS-Zeit und sind jetzt in einer demokratischen Gesellschaft und den Realitäten, also die Perspektive dazu, dass rechte Gewalt weiterhin stattfindet, sich zuspitzt, wieder im Parlament Platz gefunden hat, bis hin zu der Verweigerung, Perspektiven auch wahrzunehmen, der Verweigerung, Erfahrungen, Anschläge, Bedrohungen dann auch ernst zu nehmen. Sehr schön fand ich auch nochmal, dass du auch so eine Perspektive aufgemacht hast zu, wie können eigentlich solidarische Praktiken miteinander gedacht werden und worauf müssten wir achten, ne? Die Perspektive Opferkonkurrenzen und die Notwendigkeit, so ein geschichtliches Bewusstsein zu entwickeln. Also welche Widerstandspraxen gab es, welche Erfolge gab es und welche auch Forderungen, die jetzt, wie du es genannt hast, bisher ins Leere gelaufen sind, ne? Die da ebenfalls mit in den Blick zu nehmen. Jetzt gibt es verschiedene Aspekte, die mich bewegt haben, als ich dir zugehört habe. Ich würde gerne mit dir dazu ins Gespräch kommen. Ich würde tatsächlich auch ansetzen bei der Debatte der Verantwortung. Also Verantwortung für diese historischen Erkenntnissen, Reflexionen und aber auch die Konsequenzen daraus für heute und jetzt zu ziehen. Also der Rechtsstaat hat ja, ich wollte sagen die Aufgabe, aber es gibt ja auch uns, der Staat gibt uns ja auch das Versprechen, alle Menschen gleich zu behandeln und alle gleich zu schützen. Und ich würde sagen, dabei geht es ja jetzt gerade auch, was Erinnerung angeht, nicht nur um den Schutz des Lebens, ein würdiges Leben, sondern auch ein würdiges Erinnern und Gedenken an die Verstorbenen, die Verfolgten, die Vernichteten. Und es gibt meine Frage da drin ist die Debatte um, wessen Verantwortung ist es eigentlich, diese Prozesse zu gehen? Ist es etwas, was wir dem Staat, also Forderungen, die es an den Staat gibt? Es gibt gerade in verschiedenen politischen Kontexten ja auch die Forderungen zu sagen, nee, darauf können wir uns nicht verlassen oder darauf werden wir uns nicht verlassen. Andere, die
einen Anspruch auch in ihre politische Praxis da drin haben, gerade die Anerkennung auch von staatlicher Seite dazu zu bekommen, zu dem Leid und Reparationen, Wiedergutmachungen kann man ja gar nicht sagen, Versuche der Veränderungen, der Anerkennungen. Wie denkst du über die Perspektive der Verantwortung für diese Praxen nach? Ja, ich würde sagen, in einer demokratischen Gesellschaft ist es die Verantwortung, erstmal die Verantwortung aller, also, und sich da zu erinnern und sich damit auseinanderzusetzen. Es ist ja nicht falsch, den Staat auch damit einzubeziehen. Ich glaube nur, dass sozusagen gelebte Erinnerung und das, was ich meine, auch eine kontinuierliche Auseinandersetzung, und da kommt wahrscheinlich die Pädagogin in mir auch mit durch, ist zu sagen, es funktioniert ja nicht, dass es quasi diese staatliche Form einfach nur gibt und die schreibt jetzt fest, dass es gibt jetzt irgendwie diesen nationalen Konsens und der Form an den und den Tagen erinnern wir uns. Das, so funktioniert ja nicht ernsthaft Erinnerung. Das hat nichts damit zu tun, dass daraus irgendwie für die Gesellschaft auch was folgen würde. Das ist sozusagen, nimmt die Einzelnen dann wieder völlig aus der Verantwortung raus, wenn man das nicht irgendwie weiter denkt. Und das stört mich zum Beispiel manchmal auch an so Diskursen um kollektives Gedächtnis oder so, was manchmal irgendwie wie so enthoben wird davon, dass es das irgendwie so gäbe, als sei es jetzt festgeschrieben. Aber sozusagen, ich glaube, das Wichtige ist immer, diese Umkämpftheit all dessen im Blick zu behalten und sich klarzumachen, dass man selbst auch eine Rolle in diesen Deutungskämpfen hat. So, wenn wir jetzt, wie wir es jetzt eben sehen an den Beispielen, dem genannten mit der AfD, wo es wieder sehr, sehr breit diese geschichtsrevisionistischen Positionen gibt. Das zeigt, wie fragil dieser vermeintliche Konsens ist und dass man sich da nicht drauf ausruhen darf, sondern dass man sich das immer wieder auch klar machen muss und immer wieder die Geschichte da auch irgendwie gegen den Strich bürsten muss. Und was ja auch noch dabei ganz wichtig wird, um gerade nicht in diesen Prozessen auch einzufallen, das zu individualisieren, so wie ja auch rechte Gewalt individualisiert wird oder ein bisschen zu psychologisiert wird. Die Erfahrungen auch gerade in Hamburg, ne, wir haben einen Justizskandal, in dem ja auch ein antisemitischer Angriff, genau das auch diese Kontinuitäten auch daran erkennbar sind, ne? Die Individualisierung, die Psychologisierung und um genau nicht in diesen Fallen auch zu geraten, was dann auch eine kritische Erinnerungsarbeit, kritische politische Praxen gegen rechte Ideologien bedeutet, ist ja auch die Frage, welche individuellen Lernräume sind relevant, Selbstreflexivitäten da drin, aber auch nochmal institutionelle, strukturelle Forderungen. Es ist ja nicht alleine irgendwelche Vorurteile und nicht alleine irgendwelche einzelnen Handlungen und Bilder, die da drin eine Rolle spielen. Hm. Wenn ich über wessen Verantwortung ist das nachdenke, und dann ist da drin für mich auch noch eine weitere Ambivalenz. Und zwar eine Ambivalenz aus der Perspektive von Menschen mit eigenen Erfahrungen zu diesen verschiedenen Rassismen und zu Antisemitismus. Also da drin ja auch die Deutlichkeit, das hast du ja auch in deinem Vortrag, finde ich, auch herausgehoben. Es bedarf immer wieder die Sichtbarmachung der Erfahrungen von Betroffenen, von damit Gemeinden. Ob das jetzt beispielsweise bei der Anerkennung der Verfolgung und Vernichtung von Romjas und Sintesas ist, erst durch die Selbstorganisierung die ja schon sehr lange bestanden hat, die Widerstände und eine größere Sichtbarkeit in dem öffentlichen Raum, sind Sachen in Bewegung gekommen, gerade in den 80er Jahren, die Anerkennung dann auch noch vor Gericht, aber auch nochmal, wie auch Politik darüber dann auch gesprochen hat. Das heißt, das wird deutlich, dass Betroffene, Gemeinden, Communities mit dieser Ambivalenz ja auch eine Verantwortung haben, gar nicht aus dieser Rolle rauszukommen, eine Verantwortung dazu und auch als Betroffener darin adressiert zu sein und gleichzeitig nicht nur das zu sein. Das finde ich auch nochmal eine Debatte, die gar nicht so einfach ist. Also die Perspektive dazu, nicht nur die Dominanzgesellschaft sich dann auch anzugucken, sondern auch, wie wirken Diskurse in der Dominanzgesellschaft auch auf Betroffene
und ihre Umgangsweisen, ihre Forderungspraxen und Nichtforderungspraxen? Ja, ich meine, da würde ich sagen, je weniger sozusagen es solidarische Praktiken gibt, wo sozusagen es eine Überschneidung der Erinnerungspraktiken von, sage, Dominanzgesellschaft jetzt und den entsprechenden Betroffenen gibt, desto stärker sind diejenigen natürlich auch auf die Rolle, auf diese Rolle zurückgeworfen und fixiert, als Alleinige quasi da überhaupt für eine Anerkennung zu sorgen. Das so also würde ich. Ja. Und ich sehe dahinter auch nochmal eine starke Politisierungsperspektive, ja auch nochmal eine Risikobereitschaft. Wir, in den Beispielen, die du genannt hast, gab es ja nicht selten ja auch die Abwehr dessen, dass es gar nicht sein darf, von einer Tradierung des Antisemitismus, von einer Tradierung der NS-Ideologie in der BRD zu sprechen, bis hin zu alltäglichen Erfahrungen von Täter-Opfer-Umkehr, Strukturen bei Antisemitismus- oder Rassismus-Erfahrungen dann da drin. Und diese Perspektive auch stärker mit reinzunehmen in den Aushandlungen zum Verstehen von, was, wie wirkt sich eigentlich Geschichte aus und was heißt eine Erinnerungskultur für uns, die Perspektive von Betroffenen und die Sichtbarkeiten von ihnen auch nicht risikofrei sind. Und das hattest du auch am Ende gesagt, ne? Wenn wir das auch breiter denken mit rechten Ideologien, dann sind auch Personen, die sich politisch da drin auch verorten, nicht risikofrei. Noch mal mit anderen Betroffenheiten, weil es quasi noch mal stärker eine Wahl dahinter gibt, sich einzubringen oder nicht. Aber ja, letztlich werden auch Leute, die sich politisch positionieren in diesen Debatten. Da ist vielleicht noch mal auch die Fragestellung oder Räume zur Auseinandersetzung mit der Fragestellung, wie können da drin solidarische Praxen aussehen? Grundlegend. Ich würde vielleicht daran anknüpfen mit der Perspektive der Subjekte der Erinnerung. Also das auch Erinnerung, du hattest es dann nochmal auch genannt, als Widerstandspraxis, als eine Aneignungspraxis, aber auch nochmal als eine Umkehr, diese in Unmacht brechenden Situationen und auch eine Abweisung des Objekts zu sein, des Fremden, anderen, das nicht hierher, was das hier auch immer dann, wie das auch immer definiert ist, nationalistisch, deutsch, Dominanzgesellschaft repräsentierend nicht sein darf. Ibrahim Aslan macht dann so eine Unterscheidung nochmal, wenn er von den, also unter anderem Ibrahim Aslan, eine der Überlebenden aus Mölln, er unterscheidet zwischen dem Gedenken und wem das Gedenken gehört und dem Erinnern und wer auch eine Verantwortung oder Mitverantwortung an das Erinnern hat. Und so wie ich ihn verstehe, sagt er, dass das Gedenken den Betroffenen gehört und das Erinnern als und wie auch Gedenken erfolgen soll, von den Betroffenen als Subjekte, deren Stimmen gehört werden müssen, bestimmt werden sollte und Erinnern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe dann auch wahrgenommen werden müsste. In deinen Arbeiten zu Verhandlungen von Erinnerungen, Versuchen der Forderungen, gibt es da ähnliche Trennungen, ähnliche Perspektiven, die hilfreich sind? Also wer sind die Subjekte des Gedenkens? Ich würde jetzt, wenn ich jetzt im Vortrag eben von Subjekten gesprochen habe, dann habe ich ja auch davon gesprochen, dass es darum gehen muss, die Opfer der rechten Gewalt als Subjekte weiterhin ernst zu nehmen. Da hängen natürlich immer quasi das unmittelbare Umfeld der Personen auch noch mit dran, die auch mit gemeint gewesen wären, vielleicht als potenzielle Opfer. Und mir geht es immer darum, quasi, dass es irgendwie die Würde, die Wünsche derjenigen, die
der Opferperspektiven, das muss Berücksichtigung finden. Ich weiß jetzt nicht, ob man den Begriff des Gedenkens eher wählt oder den der Erinnerung, für was ist eine unterschiedliche Frage, aber ich weiß auch von Angehörigen von Verfolgten des NS, die auch sagen, naja, ich brauche keine Gedenkveranstaltung zum Beispiel, ich erinnere mich sowieso im Alltag. Es gilt diese Gedenk- oder Erinnerungsveranstaltung, also ich will es nicht an dem Begriff festmachen, ne? Also so, das ist das ist auch eine Aufgabe von der Mehrheitsgesellschaft, von der Dominanzgesellschaft, von den nicht unmittelbar Betroffenen, hier ein Zeichen zu setzen, hier zu sagen, das darf nicht als ungeschehen quasi gelten, indem man es dem Vergessen anheimfallen lässt. Ja. Ich merke immer wieder, jetzt sind wir ja in unterschiedlichen Kontexten, du in Frankfurt und ich in Hamburg, deshalb beziehe ich mich aus Beispiele in Hamburg, aber vielleicht kommen sie dir auch bekannt vor. Ich merke immer wieder, wie wenig auch Ressourcen dafür gegeben werden, also an Communities, an Betroffene, an Überlebende. Gedenken und erinnern, Umgang ja auch mit der Geschichte und der gleichzeitigen Leben im Hier und Jetzt zu ermöglichen. Also auch staatliche Ressourcen, gesellschaftliche Ressourcen ihnen gegeben werden. Für mich gerade auch aktuell in Hamburg ganz stark darüber erkennbar in diesen sehr hart umkämpften Debatten um den Wiederaufbau der Synagoge, der Bornplatz-Synagoge hier in Hamburg. Also wie sehr darf und Streit innerhalb von verschiedenen historischen Perspektiven darauf, wie erinnern dann auch funktionieren kann an der NS-Zeit, ob ein Wiederaufbau der Synagoge 1:1 etwas dann verharmlosen ins Vergessen bringen würde oder erst recht die Perspektive ermöglichen würde, dass das jüdische Leben in Hamburg besteht und widerständig auch bestehen geblieben ist. Mhm. Und da ist die Frage, die mich auch ganz viel darin beschäftigt, was bietet eigentlich die Gesellschaft für weitere Ressourcen und für Auseinandersetzungen genau in diesen Debatten? Das ist sicherlich was wo ich auch versucht habe, mit dem Hinweis auf die die Gerichtsprozesse, die noch stattfinden oder die Entschädigungszahlungen auch noch darauf hinzuweisen, das ist ja nicht von heute, ich beschäftige mich halt viel mit der NS-Geschichte, aber ich denke, das lässt sich ja dann auch übertragen. Mag es so erscheinen, als wäre das Erinnern in sich schon irgendwie so ein Selbstzweck. Aber man muss natürlich immer auch damit dann nach den gesellschaftlichen, strukturellen, materiellen Fragen und so weiter fragen, die damit dranhängen. Und das ist ja im Fall, es geht ja dann irgendwie Thema, inwiefern es entsprechende Opferhilfefonds für Opferrechte, Gewalt und so weiter gibt, das dann eingerichtet wurde oder wird, teilweise ja, teilweise nein, teilweise dann doch aber auch allgemeiner und nicht nur für die Opferrechte, Gewalt und so weiter und so fort. Das sind ja auch Debatten, die mitgeführt werden müssen. Die Frage eben nach, was für politische Konsequenzen folgen daraus auch und was für materielle und strukturelle Konsequenzen gegebenenfalls auch. Das Erinnern allein, also das alleinige, den Namen auf eine Tafel schreiben und irgendwo hinhängen, das hilft ja nichts. Damit sind wir auch wieder irgendwie bei der Frage von vorhin, wer hat die Verantwortung, wenn irgendwie Stadtverordnete eine Gedenktafel an was auch immer irgendwo aufhängen, dann ist es erstmal auch nur eine Tafel, wenn damit nichts mehr weiter passiert, wenn es nicht mit Leben gefüllt wird, dass irgendwie regelmäßig was stattfindet an dem Ort, dass regelmäßig irgendwie Menschen tatsächlich zusammenkommen, die sich auch bewusst daran erinnern, ist trotzdem relativ wenig passiert. Nichtsdestotrotz ist es möglicherweise historisch rückblickend auch trotzdem erstmal wieder ein Erfolg gewesen, der vermutlich auf irgendwie eine Initiative zurückgegangen ist, die das erkämpft hat, dass das überhaupt stattfindet. Aber es ist eben nicht, es reicht dann auch nicht, dabei stehen zu bleiben. Aber das. Also genau, es sind ja einfach noch nicht ausreichend Räume der Auseinandersetzungen da drin. Also es sind tatsächlich auch Kämpfe um, ja,
auch kulturelle, gesellschaftliche Ressourcen da drin. Was heißt eigentlich lebendiges Erinnern da, dabei und ob das, wie nachhaltig ist das dann? Ich finde, da an der Debatte um die Bornplatz-Synagoge und für mich auch sehr nachvollziehbaren Forderungen, das auch genauso wieder aufzubauen und Leben dort gestalten zu können und jüdisches Leben dort auch präsenter haben zu können. Und genau, und diese Debatten tatsächlich noch wenig dann auch analysiert und verhandelt werden, auch von der Zivilgesellschaft, ohne da drin Antisemitismus zu reproduzieren, ohne da drin in Opferkonkurrenzen zu kommen. Parallel gibt es auch in Hamburg, würde ich sagen, ich glaube nicht nur, es sind auch einige andere Städte, wo man noch hingucken kann. Parallel gibt es ja beispielsweise auch Debatten um Erinnern und Gedenken und Repräsentationen bezogen auf Kolonialismus und ihren Auswirkungen in Hamburg. Da gibt es beispielsweise die Debatten um die Bismarck-Statue. Und erstaunlicherweise und wiederum nicht erstaunlicherweise laufen diese Debatten ganz getrennt voneinander. In beiden Strukturen wird mit der Stadt verhandelt. In beiden Strukturen gibt es sehr viele unterschiedliche Forderungen aus verschiedensten Communities da drin. Und es erscheint wie eine ja, jeweilige weiße Flecken in den politischen Praxen, wie Forderungen an Erinnern und Gedenken und Umgang mit der historischen Gewalt dann auch aussehen kann, beispielsweise in der Stadt Hamburg. Und jetzt hast du von solidarischen Praxen und keinen Konkurrenzen zwischen den Opferperspektiven gesprochen. Es ist ja vor der Herausforderung, dass es ja wenig Politisierung und historisches Bewusstsein gibt. Also wir könnten, mir fällt kein besseres Wort ein, dafür von der Amnesie zum Kolonialismus in Deutschland sprechen. Genauso wie das, was du auch nochmal bezogen auf den Antisemitismus dargelegt hast, die Verschiebung, die Verlagerung in die Vergangenheit, in den rechten Rand, auf Einzeltäterin, psychologisierend dann da drin. In dieser Herausforderung gibt es Momente, Perspektiven, wo du sagst, da gelingt es, da gelingt ein, oder wäre fruchtbar, etwas da drin zusammenzudenken? Ich glaube schon, dass es fruchtbar wäre, was zusammenzudenken, und zwar auch, also generell findet ja oft eine Verhandlung auch statt, wo so getan wird, als sei 1933 aller Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, alles, was in der NS-Ideologie kulminierte, irgendwie auf einmal eingetreten. Und die Vorgeschichte wird generell relativ wenig berücksichtigt. Dabei ist sozusagen, ist das alles und der Erfolg und der gesamte gesellschaftliche Rückhalt, den die Nazis hatten, ja nicht ohne diese Vorgeschichte zu denken, in der über Jahrhunderte sich diese Feindschaften entwickelt haben, in der auch irgendwie eine rassentheoretisch begründete Judenfeindschaft, wie sie die Nazis vertreten haben, wäre ja auch nicht ohne schon diese biologistischen, rassentheoretischen Grundlagen, die sich im Kontext des Kolonialrassismus entwickelt haben, überhaupt so denkbar. Also so eigentlich liegen die Verbindungen immer wieder überall auf der Hand, aber man muss eben gucken. Die Affekte und die strukturellen Umgangsweisen und Entscheidungen auch mit den Forderungen und den Sichtbarkeiten von Betroffenen sind ja auch sehr, sehr ähnlich. Ne? Damit will ich nicht alles auf einem Kamm scheren, aber auch nochmal mehr Austauschräume dafür tatsächlich auch zu schaffen, welche Erfahrungen werden gemacht, welche gesellschaftlichen Affekte gibt es, welche strukturellen, institutionellen Rahmenbedingungen als Antwort auf das Nicht-Erinnern und fordern dann daran auch zu erinnern. Genau, und es gibt ja diese Debatten auch immer mehr. Also sozusagen, es gibt einerseits in den aktuellen politischen Kämpfen teilweise sehr starke Abgrenzungsbedürfnisse, aber es gibt ja auch die Gegenbewegungen dazu, wo versucht wird, eben genau nach Allianzen zu gucken, wie es jetzt beispielsweise bei Yalta gab es ein ganzes Heft dazu. Und ich glaube, das ist was man stärken muss. Und das ist das, was weiterhilft und was so. Und nicht dieser Versuch, sich in den Konkurrenzen zu verlieren und Einzelkämpfe zu führen.
Das wäre, wenn du Deinem jeden. Vortrag fand, Entschuldige. Danke, sprich. In deinem Vortrag fand ich auch noch ganz spannend, also deine Arbeiten auch dazu, die Perspektive auf wen eigentlich, wer das böse Außen ist, das jetzt rechte Gewalt reproduziert und auf wen das dann verlagert wird. Und dass da ja in den 50er Jahren auch vor allem Jugend so sehr im Fokus war, was ja auch nicht ungewöhnlich ist, jetzt gerade auch aus einer pädagogischen Perspektive gesprochen, was einem sozusagen abgesprochen wird, auch in der Jugend und zu der Adoleszenzphase und wer wie da drin ernst genommen wird. Aktuell wäre meine These, aber da freue ich mich über deine Perspektiven dazu, dass es weniger auf eine allgemeine Jugend verschoben und verlagert wird, sondern tatsächlich also entweder nach Ostdeutschland, da können wir auch noch von Jugendlichen, vor allem jungen Männern, jungen erwachsenen Männern dann auch sprechen, aber eher dann Peers, die markiert sind als die fremden anderen, die muslimischen, die kriminalisiert werdenden, häufig auch männlich markiert. Und da hat es eine Verschiebung gegeben in der Auseinandersetzung dann dazu, wer reproduziert Antisemitismus. Und bezogen auf rechte Gewalt ist es aber auch noch zu beobachten, diese zum Beispiel Halle und Hanau, Einzeltäter, Gamer-Szene, und da stellt sich jetzt niemand einen erwachsenen Arzt vor, der am Computer sitzt. Also ich finde das so ganz spannend, die Perspektive. Was hat sich da tradiert da drin und welche anderen gefährlichen sind gerade im Hauptfokus? Ja, ich glaube, also, dass auf jeden Fall dieses nationale Selbstbild, diese Erinnerungsgemeinschaft, das ist schon, also ich habe in meiner Doktorarbeit noch so die pädagogischen Diskurse um Erziehung nach Auschwitz in der Migrationsgesellschaft oder wie auch immer, das wird zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich benannt, untersucht und da findet auf jeden Fall sowas statt, dass es irgendwie dass es eine Abgrenzung gegenüber als anders und migrantisch markierten Personen gibt, auf die ja zum Beispiel dann das Problem des Antisemitismus verschoben wird. Und ich will nicht sagen, dass es nicht sozusagen man den Antisemitismus in allen gesellschaftlichen Bereichen auch als Problem markieren muss, kritisieren muss und damit umgehen muss. Aber es ist doch auffällig, dass es da bestimmte Abwehrreflexe wieder gibt. Und dass das, da würde ich sagen, da findet das was Ähnliches statt wie in diesen anderen beschriebenen Beispielen eben. Es wird wieder eine als anders markierte Gruppe, die Dominanzgesellschaft von diesem Vorwurf befreit, herausgesucht. Das wiederholt sich da auf jeden Fall. Und ja, was die Frage mit dem jugendlichen Einzeltäter ist interessant. Stimmt, es gibt so einen Moment auch daran, vor allem aber ja auch so eine Form von Pathologisierung irgendwie, die da drin steckt, dass das irgendwie psychisch krank auch ist und auch schon allein deshalb quasi losgelöst von der Normalgesellschaft sein muss und nicht einfach damit zusammenhängen kann. Und nicht sozusagen auf bestimmte Denkfiguren und Rassismen, Antisemitismus und so weiter zurückgreift, die auch eine Verankerung in der Gesamtgesellschaft haben. Ja, die Pathologisierung auch nochmal, vielleicht auch spannend aus der Perspektive zu, was tradiert sich auch an den Sozialdarwinismus, ne, in unsere Gesellschaft, wenn da jetzt so sehr psychologisiert wird und pathologisiert wird auch bei TäterInnen. Katha, wir sind mit der Zeit so langsam am Ende. Wir haben ja jetzt sowohl in deinem Vortrag, aber auch im Talk einen Hauptfokus, würde ich sagen, auf die Dominanzgesellschaft, auf TäterInnenschaft und Praxen in diesen genommen. Im Rahmen des Kongresses und letzte Woche gab es ja auch noch die Aufnahme des anderen Vortrages mit Massimo. Sowohl im Rahmen des Kongresses wie auch in dem anderen Einführungsvortrag sind ja auch Perspektiven auf Widerstandspraxen von Betroffenen, von Überlebenden, von Black PIPOC, Personen mit eigenen Erfahrungen zu Rassismus und Antisemitismus, auch Thema und Inhalte. Deshalb
freue ich mich, dass wir dich heute hatten zum Gespräch und dich auch nochmal im Vortrag darin gehört haben, auf die Perspektive dahin zu schauen, ja auch, ne? Welche TäterInnenschaften, strukturellen Momente und Tradierungen, womit haben wir es dann eigentlich zu tun im postnationalsozialistischen Deutschland? Danke dir ganz herzlich. Danke für die Einladung und ich hoffe, die ein oder andere Überlegung ist hilfreich für weitere Überlegungen im Laufe der Tagung.